Hier ist der Lift, hier ist hoch zum Burgberg, ne? Und aber er ist nicht in Betrieb. Ja, wahrscheinlich wegen Corona, ne? Aber sonst macht es schon Spaß, mit dem hochzufahren. So, wir machen jetzt mal einen kleinen Streifzug an der Kleopatra Beach, ne? Am Kleopatra Strand. Ne? Und dann schauen wir mal weiter. Hier am Strand, ne? Sportgeräte, Kinderspielplätze, da Tennisplatz, da ist Volleyballplatz und hier der Strand. Also Kleopatra Beach, hier ist ja der schönste Strand hier in Alanya. Ne? Da der Burgberg. Hier hinten ist immer eine deutsche Fahne gehisst. Und hier sind auch mal sehr viele Deutsche. Bloß im Sommer, wenn es so richtig warm ist, das ist mir hier so voll. Das ist hier so voll, ne? Das gefällt mir nicht. Hier ist dann auch hier Sport, ne? Großer Spielplatz. Und dann da auch, wo man noch was trinken und essen kann. Ne? Da ist auch hier Wi-Fi. Und hier eben der Strand. Also diese Bilder, die werden bestimmt bei dem einen oder anderen die Erinnerungen wachrufen. Das ist eben schön hier, ne? Ja, die ersten sind schon hier in Badekleidung hier am Strand. So, hier jetzt wieder diese schöne herrliche Parkanlage, ne? Mit den Hollywood-Schaukeln am Rand. Na, die Springbrunnen, die sind alle noch nicht in Betrieb. Das geht ja noch erst im April wieder los, ne? Und, aber hier, dieser Platz ist ja auch sehr beliebt bei vielen, vielen Leuten. Ach, hier habe ich schon immer auch gerne gesessen. Das ist schön hier. Und wenn dann die Springbrunnen an sind, im Sommer abends hier sitzen, herrlich, das ist richtig schön hier. Ja, jetzt hier vom Strand, ne, wenn man jetzt den Burgberg hier so sieht, schön. Das Meer, der Strand, ist richtig tüffig. Und dann, wenn man sich so langsam umdreht, ne, die Berge und da oben Paraglider, ne, fängt auch schon wieder an. Ist schon cool hier. Also Urlaub hier, Alanya, auch hier Alanya City, Kleopatra Beach, ist schon eine schöne Sache. Also zum Urlaub, ich würde immer favorisieren Ende Mai, Juni und September, Oktober. Ne, weil da kann man schon schön baden und Juli, August, da ist es hier so voll. Also das ist nicht mein Ding, wenn das so voll ist hier. So, jetzt noch mal ein Bild von hier über diese Parkanlage. Ne? Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? Noch mal einen Schwenk zurück, so um es zu genießen. Schön. Also ich mag diesen Platz hier super. Also das hier ist wirklich hier mein Alanya, mein Lieblingsplatz. Hier bin ich mal eigentlich sehr gerne. Und genau gegenüber Willis Kneipe. Da gehen wir jetzt mal zu Willis Kneipe. Mal gucken, was er hat zu essen. Ne? Und dann ist er langsam Mittagszeit. Ne? Und für die, die immer sagen, oh, nur essen. Ja, ihr esst zu Hause in Deutschland ja auch Mittag. Ne? Und genauso essen wir ja auch Mittag. Jetzt mal hier Cocoa Beach, ne? Willis Kneipe. Das noch mal ein bisschen aufnehmen. Ne? Und dann setzen wir uns hier hin. Jetzt hier für Erinnerungsliebhaber, die hier schon mal gewesen sind, ein Blick rein. Hier für Erinnerungsliebhaber ein Blick rein in Willis Kneipe. Ne? Und hier, wir sitzen jetzt hier und der Ayran ist schon da. Und wir haben ungarischen Gulasch mit Nudeln uns bestellt. Oh, sieht der Gulasch nicht schön aus? Auch von Ayonka der Gulasch. Herrlich, super. Ungarischer Gulasch mit Nudeln. Und das hier in der Türkei, in der deutschen Kneipe, in Willis Kneipe. Dann lassen wir uns das mal schmecken. Wir haben unseren Tee getrunken und jetzt geht's ab weiter. Hier Bodo wartet, der ist allein zu Hause.
Und dann Jutta ist heute auch unterwegs. Die ist ja noch hier Wasser abmelden von der anderen Wohnung. Oder irgendwas mit Wasser abmelden. Und wir machen uns auf den Weg nach Hause. Falls es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen. War ja nur ein kurzer Abstecher, aber die Zeit vergeht. Wir hatten auch einiges zu erledigen. Und ich kann nur sagen, der Gulasch, das Fleisch, super, ganz gute Qualität. Und auch vom Kochen her, wie der Gulasch, herrlich geschmeckt. Ne? Kann man nur empfehlen. Hallo Willis Kneipe, die Traditionskneipe, die deutsche, über 20 Jahre hier am Platze. Also immer wieder zu empfehlen hier. Zum Abschluss jetzt nochmal ein Blick hier auf den Strand. Hier Kleopatra Strand. Ist das nicht schön? Die ruhigen Wellen. Na, jetzt ist bewölkt. Hatten sie auch angesagt, dass jetzt bewölkt wird. Und es wird ein bisschen kühler. Ne? Aber da die Paraglider. So Leute, das soll es jetzt gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.